Moin und hallo zu einer neuen Folge LS15 im Let's Play Together auf der Playsheet Profond mit dem lieben NordrheinTV Play. Hi zusammen. Jo, ich würde sagen, weitermachen wir hier. Ich im Genau. Dreschen immer noch. Bin gleich mit dem Säen fertig, wobei das mit den runden Feldern echt ein Problem ist, also. Ja, ich habe eine Bahn bis noch nicht mal einmal außen rum habe ich noch nicht mal geschafft. Also hier gibt's Masse ab. Also wenn wir körnermals mal eine Nachfrage haben oder irgendwie was oder die Preise gut stehen, dann gibt's Masse und Kohle vor allen Dingen. Ja, das müssen wir ein bisschen im Auge behalten, ne? Ja, die Nachfragen werden ja angezeigt. Das ist ja das Geringste. Ah, da drüben fährt Ansgar mit seinem schönen Deutz. Das ist ja so ein richtiger Standardtraktor, ne? Der ist ja von Ja. vornherein mit dabei, ne? Du hast dein Frontgewicht gesenkt, glaube ich. Oh. Mist. Shit. Muss die Tour nochmal fahren. Aber war nur die eine Bahn. Und dein Frontgewicht vorne. Ich glaube, ist es unten oder oben? Für mich schaut es so aus, als wäre das unten. Ich wusste gar nicht, dass man das. Mit G kann man das auswählen. Dann bist du Ah, ja, mit. ist. Ja, jetzt ist oben. Ist gar nicht so leicht mit dem Ding hier zu rangieren. Nee. Führt ziemlich sein Eigenleben. Müssen wir noch sowieso noch mal ein bisschen weiter hinten ansetzen, weil der die Ecke wieder nicht mitgenommen hat. So, jetzt aber. Ja, bisschen doof, dass so wenig Felder angebaut sind am Anfang. Nur dass Mais Ja, angebaut man muss ist. ja auch noch ein bisschen selbst machen. Ja, aber am Anfang hast du dann ein normales Gebiss, wo du noch nicht mal verwenden Ah, kannst. ich weiß jetzt. Ich habe keine Saat mehr. Ich muss Ah, nachfüllen. dann musst du Deswegen. zu. Boah. Habe ich das auf dem Hof? Kannst du gucken. Mache ich mal. Oder sonst bei AVEVE oder wie das heißt. Aber ich kann mal gucken hier. Ja, klappt schon am Hof. Ja. Ich bin gerade am Hof, ich gucke mal. Hier steht mal Saatgut. Also hier könntest du es mal probieren. Wenn du hier hochkommst, genau, geradeaus durch, wenn du mich siehst. Ah ja. Und hier, wo Konvoi, Agricole, irgendwas steht. Okay, jetzt habe ich ihn festgefahren. Funktioniert mit Taste R oder so. Ja. Gut. Oh, das wird teuer. Ja, das auf jeden Fall. Saatgut ist nicht billig. Aber Das Ding ist auch ziemlich groß. wir bekommen auch relativ schnell Kohle, sage ich jetzt mal so. Ah, ich Ich bin freue mich schon voll. auf den Glas. Den will ich unbedingt mal fahren. Ja, der ist geil. Es gibt auch nur mehrere Glas, also wenn wir irgendwas Größeres brauchen mal, da gibt es ja noch den 850, 59. Genau, wir können die Mods auch langsam erweitern. Ich weiß nicht, wie du das handelst, aber ich werde auf jeden Fall alle Mods auf der Seite verlinken, sodass man das regelmäßig updaten kann. Wenn du es auf deiner Seite, ich habe keine Website. Achso, ja, dann kannst du den Link ja auch einfach reinsetzen. Genau, Nur oder. damit jeder Bescheid weiß und dass das so ein bisschen dynamisch ist, also dass wir das Genau. immer anpassen können. Oder unten in die Videobeschreibung reinhauen oder keine Ahnung. Obwohl eh sehr wenig in die Videobeschreibung geguckt wird. Wäre mal ein Anreiz dazu, mehr in die Videobeschreibung zu gucken. Bei uns steht ja jetzt auch gar nicht so viel Interessantes drin in der Videobeschreibung. Ich sehe, Nur also. meistens eine Spielbeschreibung, das war's. Ja. Also, deswegen gibt es meiner Meinung nach auch gar nicht so viel Grund dazu reinzuschauen. Aber vielleicht hast du ja noch interessante Sachen. Vielleicht hast du ja auch Spiele-Keys oder sowas. Nö. Also ich wüsste von keinem. So, Thumbnail gleich nebenbei noch machen.
So, einmal wenden. So, ich bin auch leer. Dann kann man wieder loslegen hier. Mit unserem schönen Maispflücker. Wir können auch im nächsten Part mal tauschen, dass deine Zuschauer was anderes mal sehen, außer sehen. Ja. Gibt ja noch mehrere Felder, Feld 9 oder was da ist und Feld 6 oder wie auch das war. Ja, da muss noch einiges gemacht werden, das stimmt. Irgendwie. Wie irgendwie. Ah, okay. Ah, ich hatte die Sämaschine nicht angeschaltet. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum das Ding nicht sät. So, jetzt aber. Startschwierigkeiten. Dum dum dum. La la la. Wir bewegen uns fort. Was könnte man denn sonst noch so als Mod mit reinnehmen? Mal überlegen, so ein bisschen. Seemaschine. Ja, vielleicht gibt es auch Wünsche von den Zuschauern oder so. Ja. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass da sowieso noch ein paar Wünsche existieren. Bestimmt ein paar Skripte noch irgendwie, sowas kommt gerne. Den Drive Control, genau, den lade ich mir nachher noch runter. Dass wir den dann für die nächsten Was Aufnahmen genau macht mit der? Du kannst Allrad mit einschalten, du kannst dein Motor an-aus einschalten, Handbremse. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ja, da ändert sich ein bisschen das Fahrverhalten von dem Ganzen oder die Schleppe auch. Okay, ja, das klingt ja ganz interessant. Macht es dann ein bisschen realistischer. Genau. So, nächste Fuhre. So. Müssen wir auch noch spritzen hier, ne? Ja. Düngen. Dürfen wir nicht vergessen, weil sonst, ja, wird der Ertrag ein bisschen weniger, aber. Ja. So. Wäre gerade am Anfang ärgerlich. Ja. Wenn man mehr viel Geld hat, dann, ja, fällt es nicht mehr auf, sage ich mal. Was man noch hinzufügen kann, ja, ich weiß nicht, ob dir der Mod jetzt gefallen würde, dieser Inspector-Mod, das ist jetzt so ein kleines Skript, das ist so ein kleines Fensterchen noch, was dir anzeigt, was derjenige mit welchem Fahrzeug rumfährt und wie die Füllstandsanzeige ist, keine Ahnung. Können wir mal schauen, ob das irgendwie Sinn ergibt. Wir können es ja einfach mal draufschmeißen und wenn wir dann meinen, das ist nicht so sinnvoll, dann können wir es ja immer noch runternehmen. Genau. Gut, das Feld ist jetzt fertig gesät. Die Saatmaschine. Oder was ist das nächste Feld? Was Feld 9, Feld 6. Sind alle nebenan. Ja, genau. Ah, ich sollte. Jetzt mache ich was Illegales. Ich sollte nicht mehr über die Felder hier einfach fahren, sondern. Das habe ich mir aus den Kommentaren gemerkt. Sollte Straßen und so nutzen. Mache ich jetzt natürlich. Wenn wir diesen Drive-Control-Mod mit zu hinzufügen, gibt es auch Fahrspuren im Feld. Also du siehst dann jede Fahrspur, wer übers Feld gefahren ist. Ah, okay. Also wenn du illegale Wege benutzt, sehe ich das am Ende und kann dir dann sagen, Hallöchen, okay. Hier hat jemand illegale Wege benutzt. Gut, ich würde sagen, ich lasse den Helfer hier mal machen. Und fahr in der Zeit den Dings ab. Einmal außen rum würde ich selber fahren. Nicht, dass der in den Bäumen hängen bleibt oder sonstigen Müll, was da noch auf dem Feld ist. Okay, dann mach ich das mal gerade. Ja, ich habe hier erst 50% so.
hier auch Weizen, ne? Ist jetzt sowieso schon zu Ja, spät. das ist okay. Können wir ja auf Feld 8 und Feld 6 oder was. Wir haben noch was anderes drauf vorne. Und Feld 4 ist ja Sonnenblumen. Da können wir ja dann auch noch ganz was anderes. Ich glaube, das ist unser größtes Feld, wenn ich das soweit sehe. Das hier ist ein Mini, das 9. Ja, das ist so ein bisschen aus der Reihe getanzt. Aber später können wir uns hübsche große Felder noch leisten. Also 31 wird sehr, sehr groß sein. 37, 30. 30 ist auch, ja. Ja, da kann man dann auch häckseln oder irgendwas mit ein paar Zuschauern oder was machen. Das bockt eigentlich immer sehr. Und das kommt auch eigentlich immer relativ gut an in Videos oder sowas. Häckseln und sowas. Ja, das ist doch super. Holmer DLC hast du nicht, hast du gesagt, glaube ich. Nee, aber kann ich mir noch besorgen, also. Ja, irgendwann Richtung Ende. Ich denke mal, das Projekt wird bei dir auch irgendwo bis LS17 gehen und dann wird sich das ja, beenden. Wenn du den LS17 spielst, vorausgesehen. Das auf jeden Fall. Ich muss abtanken. Ja, dann. Gut, Entschuldigung. Ich komme. So, bitteschön. Ja, dann können wir uns im nächsten Part mit Gruppen beschäftigen, schon einer. Ist das hier schon so weit? Oh, hier muss aber noch ordentlich ab. Oh. Ja, aber einer kann ja mal so langsam. Scholli. Ist das riesig? Wie viele Fuhren hast du schon weggebracht? Einige. Ich zähle nicht mit, aber der Anhänger wird so langsam voll. 75% hat er jetzt. Ja. 80%. Jetzt ist er leer. Wir verkaufen dann direkt, oder? Ups. Oder lagern wir? Ja, ist die Sache. Wenn jetzt eine Nachfrage kommt, bald. Aber wir haben noch so viel im Lager, 16 Liter oder so. 16.000. 16.000, ja, 16.000, Entschuldigung. Ja, wir können es auch verkaufen, die erste Fuhre, hätte ich gesagt. Wir können auch die erste Fuhre und dann die nächsten Anhänger, was am meisten runterkommt, können wir ja noch einlagern. Was sind die besten Preise hier? Kartoffeln, Körner, Mais, Bio-Guts. Bio-Guts. Bio-Guts, aha. Dann fahre ich zur Bio-Guts, oder wie das heißt. Weiß zwar noch nicht, wo die ist, aber. Ach, da oben bei Feld 4. Ja, gut. So. Richtig entspannt. Oh. Das Spiel. Man kann entspannen, wenn man nicht. Ja, gruppern muss mit kleinen Feldern und unrunden Feldern. Hier, das, den Mais ernten, da könnte ich den ganzen Tag machen. Oh, ne. Was schrecklich ist im LS, wenn du 3 Meter Gruppe hast und dann, ja, ein großes Feld vor dir hast und da ohne GPS grubberst. Mit GPS geht's ja immer noch. Da kann man ja dann Helfer oder GPS-Ding rein, Taste 3 und dann gib ihm. ich brauche für den Hürlimann ein Gewicht. Er tut sich in den Kurven schwer. Er rutscht mir sehr gerne hinten raus. Haben wir noch eins auf dem, auf dem Hof? Steht am Hof irgendwo. Wo du vorher das Saatgut eingefüllt hast, habe ich das gesehen irgendwo. Sonst Gewichte sind ja glaube ich nicht so teuer, aber nö. Trotzdem ist alles Geld, was man auch dann sinnvoller investieren kann. Genau. Gewicht mieten macht ja eh keinen Sinn. Nee, das würde man sich wenn kaufen, das stimmt. Jojo, der kleine Hürlimann mit 25 km/h hier hoch. Quält er sich ein wenig. So, dann gucken wir mal, was hier an der Biogas, oder wie das heißen soll hier, wo man das verkaufen kann. Ja, das habe ich irgendwie nicht im Video nicht hinbekommen.
Das wurde mir aber in den Kommentaren geschrieben. Man kann es hier machen. Oh, gut. Warum nicht? Aha. Was ist in den Foren, in den Silos? Das sind Silos. Aha. Ja. Aber wir haben jetzt eine andere Version. Vielleicht funktioniert sie. Ich versuche es einfach mal. Biogas. Hä? Also ich habe noch nie Körnermais an der Biogas verkauft. Gut, das Ding ist wieder voll. Die Folge ist auch fertig. Ja. Ich würde sagen, wie es weitergeht, das seht ihr dann ja in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Link zu Nordrhein TV Play ist unten drin in der Videobeschreibung und andersrum auch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn es hier weitergeht, im LS15. Tschüss. Tschüss.